So, wo müssen wir denn hin? Wir haben erstmal hier was aufzunehmen. Wunderbar. So, durch die neue Grafikkarte habe ich jetzt, konnte ich jetzt hier alles hochstellen bei den Einstellungen. Sieht schon deutlich schöner aus. Auch hier das mit dem Nebel, das gefällt mir sehr gut. Beziehungsweise okay, du mein Freund, dich greifen wir jetzt von hinten ein, komm schon. Ja, oh fuck. Er hat uns doch irgendwie bemerkt. Ja, okay, ich sehe schon, wir müssen uns erstmal wieder einspielen. Ich habe jetzt, wie gesagt, letzten Tag leider nicht spielen können. Gestern wegen der Grafikkarte und vorgestern habe ich auch nur einmal ganz kurz gespielt, um die Folge zu drehen. Das ist schon echt nervig, der Typ hier. Allein weil er so schnell ist. Wir können quasi nur einmal. Sobald wir schlagen, stecken wir auch Schaden ein. Weil er so. Er schlägt halt sofort zurück, ne? Er ist halt schon so eine Sau, so eine kleine. Okay, Heiltrank trinken hat er nicht funktioniert. Dann jetzt aber. Versiegelte kleine Rune. Davon haben wir ja schon einige gefunden. Also der Punkt geht wohl auf, wenn ich gleich da den Boss besiegt habe. Wir müssen zum Boss, hätten wir eigentlich gerade die andere Richtung gemusst. Aber wir haben ja hier noch was nicht erkundet. Habe ich da in Erinnerung. Und wir wollen ja hier alles vom Spiel sehen. Oder ich zumindest möchte gerne alles vom Spiel sehen. Was blockt der denn heute so langsam? Also, ich weiß halt nicht, ob es an mir liegt. Ob ich mir das jetzt gerade nur so langsam, ob mir das nur so langsam vorkommt. Okay, hier ist eine Tür. Wir gehen aber erstmal hoch. Nicht vergessen, da unten ist noch eine Tür. Da unten ist noch eine Tür. Erkennt ihr das auch in so Spielen, wenn ihr einfach, ihr habt halt 5, 6 Wege, die ihr gehen könnt. Und ihr vergesst dann einfach zwischendurch immer mal ein paar Wege. Und dann ärgert ihr euch, wenn ihr schon weiter seid und nicht mehr zurückkommt. Das will ich halt nach Möglichkeit vermeiden. So, was ist denn hier? Das können wir benutzen. Machen wir das doch. Ja, 1000 EP, ne? Fürs Feuer anzünden. Wäre jetzt cool, wenn ich so ein Achievement bekommen würde, so ich habe Feuer gemacht. Wird mir gefallen, wird mir gefallen. Okay, dann jetzt Sie, Sir. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir müssen mit unserem alten Freund trainieren, den Magiehandschuh. Na gut, wirklich unser Freund ist er noch nicht geworden, aber wie ihr seht, der Magiehandschuh ist ganz nützlich. Das ist aber cool, wie der da jetzt runtergefallen ist. So, wir lassen uns aber nicht hier runterfallen. Oh, 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 das war unnötig. Weiß auch nicht, wieso ich da jetzt die 1 gedrückt habe. Was ist denn hier unten? Da unten ist eine Kiste. Ah, nee. Später vielleicht, später vielleicht. Aha, da ist ein Dicker. Gegen so einen haben wir ja schon lange nicht mehr gekämpft. Sollte eigentlich kein Problem mehr sein, aber wir... Was wir uns ersparen können, ersparen wir uns, sage ich mal. Ja, genau. Lass mich deine Schmiede benutzen. Vielleicht können wir das später irgendwann. Also ich meine, ich habe ja hier irgendwas gelesen von einem Crafting-System. Ich weiß halt noch nicht, inwiefern das... Ob wir einfach nur mit den Runen da ein bisschen was machen können oder ob das ein komplexeres Crafting-System wird. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Okay, was geht denn hier? Wir haben einen Trank und 2 Schilde. Nice, nice, nice. Oh. Geschicklichkeitsanforderung 8. Das einzig Schöne ist halt, der ist super leicht. Der wiegt halt nur 0,5. Das heißt, wahrscheinlich können wir damit sehr schnell blocken. Stärkeanforderung 8. Was ist sein Trade? Ja, wie gesagt, das Turmschild ist schon arschschwer, aber... Ach, wir bleiben bei dem Turmschild, wir bleiben dabei. Genau, dann machen wir hier mal die Tür auf. Wow. Und dann heißt es hier schon wieder so ein Schütze willkommen. Ah, kommen wir hier wieder an den Anfang zurück. Das sieht so ein bisschen so aus. Ja, du mein Freund bist jetzt hier unser Magieopfer. Also das tut mir schon ein bisschen leid für dich, aber... Ja,
Das war auch fast schon zu einfach. Darunter möchte ich. Da ist eine große Kiste. Wo geht's denn hier lang? Freunde der Nacht. Wo kommen wir da runter? Nee, da kommen wir nicht dahin. Gehen wir doch einmal außen rum. Beziehungsweise vielleicht kommen wir von der Seite irgendwie dahin. Ja, das sieht fast so aus, als wäre hier so, dann so eine Unterführung. Ah, okay, hier ist der Ausgang von dem anderen Endgegner. Von dem zweiten, den wir besiegt haben. Ja gut. Aber lassen wir den Endgegner mal Endgegner sein. Und wir machen, was machen wir denn? Wir hatten da unten noch eine Tür gesehen, ne? Wir wollen in die Tür. Wir wollen in die Tür. Oh. Falsche Abzweigung. Die Tür wird von der anderen Seite blockiert. Ja, yuppie juche. Heißt dann aber von der anderen Seite. Ich kann mir doch gerade noch nicht erklären, wie wir da hinkommen sollen auf dieser anderen Seite. Weil an sich haben wir ja schon... Wir könnten da runterspringen, wo die Kiste ist. Oder wir gehen den Boss bekämpfen. Ich glaube, wir gehen den Boss bekämpfen erstmal. Weil ich mir doch überlegt habe, es wäre ganz cool, wenn wir da jetzt unseren neuen Heiltrank mal auffüllen. So. Go, 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 go. Dann wird sich dann wahrscheinlich dieses Portal da für uns öffnen danach. Renn, 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 renn. Links, 2, 3, 4. Links, 2. Okay. Haben wir denn vielleicht noch was zum Skillen? Ach, wunderbar. Fast 2 Punkte. Hm. Glück auf den 5. Punkt? Ich weiß ja nicht. Wir skillen, glaube ich, Stärke oder Vitalität. Oder Ausdauer. Energie ist eigentlich auch nie verkehrt. Aber wir skillen Stärke. Sofern... Okay. Wunderbar, die Steuerung wollte gerade nicht so wie ich. Ja, dann, Leute, versuchen wir mal unser Glück. Ich bin ja jetzt gespannt, wie gut wir uns da schlagen werden. Unser guter Freund Kaslo hätte uns da ja ruhig jetzt mal helfen können. Ja, hi Leute. Ich musste einen Cut machen und zwar zwischen diesem Cut und den 9 Minuten jetzt, die ihr davor gesehen habt, oder 8 Minuten oder 7 Minuten, liegen tatsächlich jetzt ein paar Tage. Sache ist, das Spiel ist mir halt immer wieder kontinuierlich abgestürzt im Bosskampf und ja, dementsprechend hatte ich halt erstmal geplant, das Let's Play zu pausieren. So, und jetzt habe ich aber von den Machern, von den Entwicklern, habe ich einen Hotfix bekommen. Und wollte dem Spiel doch noch eine Chance geben. Wenn der Hotfix funktioniert, dann werde ich das gleich nach dem Bossfight, werde ich das einmal einblenden. Jetzt lasse ich mir hier gerade geben, weil ich das Spiel jetzt, wie gesagt, ein paar Tage nicht gespielt habe. Und jetzt auch gerade einfach nur die Hoffnung habe, dass es nicht mehr abstürzt. Sache ist halt, dass mit dem Absturz, das kündigt sich halt vorher halt auch einfach gar nicht an. Dass man jetzt einfach sagen könnte, ja jetzt oder so. Okay, okay, wir müssen hier raus. Ansonsten wäre das ja alles kein Problem, wenn man sehen würde, ah, die Framerate bricht gleich ein. Andererseits könnte ich dann den Boss trotzdem nicht machen und speichern könnte ich dann auch nicht nehmen. Wäre schon nicht so geschickt. Komm schon. Ja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ah. Naja, das Gute daran ist, es ist nicht abgestürzt.
Es hat in der Tat einen Schlag gefehlt. Ein blöder Schlag. Wir hätten vielleicht einen Schildschlag machen können. Oder irgendwas. Einfach nur treten. Naja, okay, okay. Jetzt aber, jetzt. Alle guten Dinge sind bekanntermaßen drei. Wie gesagt, ich bin hauptsächlich noch geflasht, dass, Oh fuck, jetzt zieht mir die komplette Ausdauer ab. Oh, ich muss auf beide nicht wechseln. Nein. Ja, wenn man sich einmal verdrückt, ne? Ja, dann verdrückt man sich nicht einmal, dann verdrückt man sich halt gleich fünfmal. Das ist dann halt so das Gesetz der Serie. Jetzt aber. Wir sind auch zu lang. Also wenn wir gestunt sind, sind wir auch direkt erstmal für eine ganze Weile gestunt. Ja, wir haben das Schwungtalent. So, ich denke mal genau, jetzt kniest du dich erstmal hier hin. Genau, mach mal da dein Ding. Völlig okay für mich. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben. Also das Spiel scheint nicht in Arm zu stürzen. Oh, er und ich, wir haben beide so einen Mega-Schwung drauf. Oha, oha. Okay, okay. Hier müssen wir jetzt vorsichtig vorgehen. Gerade wenn die beiden Viecher da sind. Ich glaube, ich wechsle dann doch mal die Waffe. Weil die haben ja nicht so viel Leben. Oha. Ich werde mit seinem blöden Totenschädel. Ich will mir jetzt damit auch noch das Leben schwer machen. So, wo bist du, mein Freund? Er beschwört schon neue Kokons. So einer bist du. Aber gut, der andere Gegner hat ja auch im Endeffekt immer neue Leute beschworen. Hier verziehen uns hier die Kapelle, wechseln auf die andere Waffe. Einfach weil wir hiermit haben wir halt richtige Block Power. Wunderbar. Alles klar, wunderbar. Oha, ich denke, er wird gleich das Ding kaputt machen. Genau. Ah, das könnten wir eigentlich zu unserem Vorteil nutzen, ne? Aber dass ich da nicht dran gedacht habe. Schade eigentlich. Ja, wir könnten uns ja einfach, wie gesagt, neben so eine Kapelle stellen immer und dann hoffen, dass er genau diese Aktion macht und dann stunt er sich ja selber. Dann feuert das Ganze ja auf ihn zurück. Sozusagen. So, oh. Wären wir jetzt beinahe reingefallen. Es fehlt ein Schlag wieder. Diesmal trinken wir hier aber einen Trank. Das war's. Du bist tot. Yes! Nice. Ja, wir können anscheinend weiterspielen. Wunderbar, wunderbar. Dann sammle ich jetzt noch ein, was hier auf dem Friedhof rumliegt. Genau, und axtosiegelte Rune. Menschlicher Schädel, okay. Bin gespannt, wofür die menschlichen Schädel brauchen, weil das ist definitiv nicht der erste Friedhof Schädel. Der Friedhof wurde geplündert. Die größte Verwüstung findet man am Grab dieses Mörders, des Häuters. Ist dies das Werk eines Räubers? Oder hat sich der Mörder aus seinem Grab erhoben? Niemand glaubt mir.
Aber diese verfluchte Seele muss zur Ruhe gebettet werden. Okay, interessant. Ja, wir werden auch gleich nochmal direkt speichern, weil ich bin jetzt so überglücklich, dass wir weiterkommen. Verschwanden die Roga und mit ihnen der gesamte Tempel. Die Menschen sagen, dass man manchmal im Gebirge... Grabstein lesen. Ihr ruht Kyle Ember, edler Ritter. Träger des geschwungenen Schwerts. Seine Seele ist entzwei. Seit der Dieb nahm sein Schwert. Bis edler Mut möge kommen, bleibt Erneuerung verwehrt. Okay, heißt es, ich muss jetzt sein Schwert wieder beschaffen. Vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Das heißt bestimmt, das ist wieder so eine optionale Quest, wo wir einfach was machen können und nicht müssen. Noch ein menschlicher Schädel, okay. Genau, so, dann haben wir hier, glaube ich, alles großzügig abgesucht. Wir können ja noch einmal hier ein bisschen rennen und gucken, ob hier noch was ist. Nö, die kriege ich auch nicht kaputt hier, denke ich. Schade eigentlich. Na, bist du auch ein menschlicher Schädel? Okay, hier ist eine große Tür. Ah, da weiß ich noch nicht, ob ich da reingehe. Hier geht ein Weg lang. Oh, da oben ist ein Audiolog. Ach, kommen wir jetzt hier da vom Turm. Ich erinnere mich, da war eine Stelle, da konnten wir am Turm runterspringen. Oh, da müssen wir da nochmal lang. Ja, wir haben den Endboss besiegt. Ich bin immer noch total glücklich, dass ich das Spiel endlich weiterspielen kann. Ja, ich hoffe halt, dass die Entwickler das noch fixen, dass man halt, dass ich die Grafikoption, weil ich musste dafür halt zwei Grafikoptionen ändern. Wo ich jetzt hier gerade im Menü bin, wisst ihr was? Ich blende euch das jetzt mal ein. Und ja, dann könnt ihr einmal schauen. Ihr müsst halt im Endeffekt... ja, bei Nvidia ein bisschen was umstellen, bei dem Nvidia Control Panel und dann in-game ist eine Option umstellen oder ne, zwei Optionen sind's. Also ich rede das ja jetzt hier gerade, ich sehe ja nicht, was ich hier gerade einblende, ne? Okay, ich blende es wieder aus und ja, was skillen wir denn? Wir skillen, glaube ich, Stärke, wie immer. Das heißt, wie immer, wie oft. Oder skillen wir Glück? Wir skillen Glück. 5 Glück ist, glaube ich, nicht schlecht. Kann man bestimmt gebrauchen. Okay. So, dann wollen wir jetzt mal unbedingt dahin, wo das Audiolog ist. Sollen wir mit ihm schon reden? Nee. Ah, wir können jetzt auch in das Portal. Ja, aber nicht in das. Hm. Du siehst mich nicht. Oh. Okay, die sind wieder... Ja, die sind wieder zu schnell für uns. Na, jetzt sind wir zu sehr drauf bedacht zu blocken wieder. Ja, ich muss mich jetzt wieder in das ganze Energiesystem einarbeiten. Jetzt ist halt wieder 2 Tage, 3 Tage nicht gespielt. Es ist wieder, unser ganzer Skill ist wieder im Eimer. Ja, ich bin wirklich so ein Typ, ich verlerne echt anfangen, also so ein Grundskill, den ich aufgebaut habe, einen Teil davon verlerne ich wieder, also nicht komplett. Aber halt, es ist halt doch tatsächlich so, dass ich mich erst wieder hier reinfinden muss. Ich meine, ich kann es mir natürlich auch einfach machen. Ja, so geht's immer. Oh, oh, oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Zack. Und noch einmal. Wo willst du denn hin? Hast du was vor? Oh. Hat anscheinend ein Date. Stimmt, hier müssen wir auch noch rein. Ich würde sagen, machen wir das? Ich weiß nicht, mit nur 3 Heiltränken. Ja, machen wir. Wenn ich wage, gewinnt bekanntermaßen ja auch nicht. Prüfungsstätte. Willkommen in der Prüfungsstätte. Hier musst du dich gegen mehrere gegnerische Angriffswellen behaupten, um deine Belohnung zu halten. Tritt in die Mitte der Arena, wenn du bereit bist. Ja, super. Wir mit unseren paar Heiltränken. Obwohl, hier gibt es wahrscheinlich welche. Ne, nicht I, sondern R.
Aber wir sollten nichtsdestotrotz auch noch einen Attributpunkt verteilen. Und zwar diesmal auf Stärke. Gibt's hier noch was zum Sammeln und Tauschen? Nee. Da geht's auch nicht durch. Oh, Wellen von Gegnern. Das klingt echt fies jetzt. Macht euch bereit. Ja, mache ich. Ich bin super bereit. Ich bin sowas von bereit. Kämpft. Okay, zwei davon. Nee, Quatsch. Einer und einer von den Standard-Anfangsviechern. Ich hoffe echt, dass es jetzt nicht irgendwie 20 Wellen sind oder so, sondern nur so 3, 4. Gegen 3, 4 hätte ich ja nichts, ne? 3, 4 Wellen, da kann man ja mal sagen, ja, so 3, 4 Wellen. Wie viele Gänge dürfen es denn sein heute zum Mittag? Ja, so 3, 4. Na, 3, 4 ist mal eine gute Zahl. Weiter auf die nächste Runde vor. Ja, mache ich. Ich bin super bereit. Ich bin bereit, bereit. Ich hoffe, dass hier hinter nicht noch so ein Bossgegner ist. Okay, ja, mit dir komme ich klar. Bist du der Einzige? Nee, da ist noch ein Bogenschütze. Okay. Zwei Bogenschützen. Dann erst die Bogenschütze. Nee, ein Bogenschütze. Ein Bogenschütze und eine Qualle, nenne ich sie jetzt mal. Lass hier nicht zu vorschnell werden. Ja, da kommt nämlich unser Freund. Genau. Ist auch ganz gut, dass wir jetzt wieder bei unserer schnellen Einhandachse bleiben. Die ist wirklich unser bester Freund momentan. Und das heißt, die ist ja schon, die haben wir schon lange. Die ist ja, wenn wir mit dem Spiel durch sind, rahmen wir uns diese Einhandachse ein, damit wir eine Erinnerung dran haben. So, ja, sorry, aber du bist mir gerade zu nervig rumgesprungen. Versiegelte Rune, ja, nice. Ja, mit Glück 5, ne, findet man öfter mal versiegelte Runen. Mit Glück 5 kann man das halt auch erwarten, finde ich. So. Mal gucken, hier sind mehrere Tore. Nicht nur das eine, ich hatte immer nur das eine im Auge. Ah, einen Heiltrank will ich jetzt eigentlich noch nicht trinken. Kämpft. Okay, wer kommt? Oh, oh, oh. Das große Tor geht auf. Okay, einer davon. Gut, das ist ja... Haben wir ja schon welche von besiegt. Von daher denke ich mal nicht, dass das jetzt das Problem wird. Ja, hör auf, hör auf. Du brauchst nicht zu lange, mein Freund. Ja, okay, wenn er uns jetzt im falschen Moment gerade erwischt hätte, wäre das in der Tat noch zum Problem geworden oder hätte werden können. So schnelles Tastendrücken ist hier Trumpf. Aber ich muss halt sagen, es ist schon wieder, jetzt gerade wird es schon wieder besser mit meinen Reflexen. Jetzt habe ich hier so langsam die Mechanik wieder drin. Okay, ich überlege gerade, ob ich bei dem doch auf den großen Hammer wechsle. Andererseits, wenn der zuschlägt und wir blocken müssen, mit dem Hammer blocken wir so gut wie gar nichts. Ich poke ihn lieber immer mal und gucke, dass ich gleich vielleicht hinter ihn komme. Also vielleicht gucken wir erstmal, dass wir einen Trank trinken. Ein Trank trinken. TTT. Teuren Trank trinken. Taverne. Tu nicht gut. Ach, komm. Warum drehst du dich denn einmal komplett rum? Du kannst doch einfach nur... Sei doch einfach mal nett. Gib mir doch mal einen kleinen Vorteil hier. Da was, wir haben volle Magie. Oh. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Juhu. Naja, ich habe eigentlich hier nur Standard-Crap bekämpft, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die Belohnung ist besser als im zweiten Portal, weil im zweiten Portal fand ich die Belohnung war echt Mist. Ja, ich kann es nicht looten. Okay, jetzt hoffe ich. Doch, jetzt geht's. Ein Ring. Attributspunkt-Splitter, nice. Ja, da gucken wir doch mal direkt. Ein Ring, ein neuer Ring, kein Schlüssel, ein Ring. Knochenarbeit. Vor langer Zeit wurde dieses Schmuckstück von reisenden Händlern benutzt. Sie rüsten ihre Tiere damit aus, damit diese mehr tragen konnten. Heutzutage gibt es jedoch nicht mehr viele reisende Händler. Jeder Krieger muss sein eigener Packesel sein.
Nicht sein eigenes Packseil. Kann ich dadurch mehr tragen? Oh, 6 kann ich mehr tragen, aber wir haben Gewicht 13,5 von 31, von daher würde ich sagen, nö, einfach nö. Okay, wir gucken gerade mal durch, wir haben keinen besseren Helm. Nö, nö, nö. Nö. Axtfügung, ich glaube, ist sie neu? Müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir schauen. Und dann hatten wir doch irgendwo wir hatten 2 Attributspunktsplitter. Nice. Zusätzliche Attributspunkte. Ja, benutzen wir doch beide. Und gucken wir vielleicht, ob wir hier noch... Aha, hier ist noch was getroppt. Codex, Großschwert. Die Axt ist gar nicht so langsam. Nice, das könnte unsere neue Axt werden. Ich könnte Agent M werden. Ah, okay. Wisst ihr was? Wir machen noch einen Punkt in Glück und einen Punkt in Stärke. Andererseits... Ja, doch, doch, doch. Wir benutzen den nochmal, um unsere Heiltränke aufzufüllen. Nicht, dass wir da jetzt wirklich speichern mussten. Und dann... Ich weiß nicht, sollen wir durch die große kreisrunde Tür? Ich glaube, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Ich glaube, in dieser Folge gucken wir nochmal, ob wir in diesen einen Gang reinkommen. Ich habe da gerade noch dieses Audio-Log gesehen. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, auch mal hier jetzt hier bei den Gegnern hier mal meine neue Axt testen. Ja, okay. Nice. Also die ist halt, die ist schön schnell. Also vergleichsweise schnell. Mit einer Zweihandwaffe. Und die macht auch gar nicht so wenig Schaden. Ich will nochmal gucken, wie viel oder wie wenig Schaden die macht. Die macht Schaden, die macht sogar am meisten. Die macht mehr Schaden als der Großhammer. Ja, dann ist es unsere, dann ist es die perfekte Waffe für uns momentan. Also dann können wir uns ja echt nicht beschweren. Also wir gut, haben wir da gut profitiert von dem Kampf. Okay, genau, wir mussten hier hoch. Wir hatten den Feuerstoß entzündet. Oh. Weil ich immer noch nicht weiß, was uns das gebracht hat, den Feuerstoß zu entzünden. Wunderbar. Also mit der Axt ist es gerade jetzt für den Moment schon sehr einfach. Vielleicht gibt sich das irgendwann wieder. Aber momentan gehen die Kämpfe mir schon fast zu leicht von der Hand. Weil die Axt halt nicht nur schön Schaden macht, die Axt ist halt auch schön schnell. Ja, coolio, ne? Kann man nicht anders sagen. Genau, so hier runter. Hier ist nämlich auch noch eine Truhe. Wir springen einfach hier runter. Okay, ja. Sieht doch gut aus. Und dann nehmen wir das. Großschwert der Wache. Und eine leere Flasche. Leere Flaschen sind ja immer gut. Ja, und hier ist die Audioaufzeichnung, die ich gemeint habe. Gräber muss man pflegen und darf sie nie vergessen. Ich kümmere mich mit Freude um die Toten. Bis ich mich eines Tages zu ihnen geselle. Sollte ich jemals Grund zur Furcht haben, kann ich mich in einen der heiligen Schreine des Friedhofs zurückziehen. Sie werden mich vor dem Bösen bewahren, denn sie wurden zu der Zeit errichtet, als die Abtei erbaut wurde, um Kreaturen aus anderen Welten fernzuhalten, damit sie nicht zu unseren begrabenen Helden gelangen. Ah, interessant. Habt ihr das gehört? Er hat jetzt gerade berichtet, dass man sich zurückziehen kann in diese Schutzgemäuer hier. Und das ist ja das, was wir beim Bosskampf auch machen mussten. Ich weiß halt, glaube ich, beim ersten Mal bin ich instinktiv irgendwie dahin gerannt. Und ja, Ah gut, hätten wir das gewusst. Die Audioaufzeichnung hätte man vielleicht auf der anderen Seite verstecken müssen sollen. Wie auch immer.
Ja, Leute, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das war's von der Folge. Und ja, dann freut euch auf weitere Folgen. Es wird definitiv weitere geben, da jetzt das Spiel nicht mehr abstürzt. Ja, ich finde es immer noch super, dass es geklappt hat. Auf bald!